Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2. So, die Sarah ist irgendwie abgehauen, nachdem sie eine Vision gesehen hat, und zwar zu diesem riesigen Pudding-Ding. Und da gehen wir jetzt schnell hin und versuchen sie irgendwie zu retten, oder so. Wow. That is one gigantic monster. Ist das der Snow? Was macht denn der hier? I don't think so. Fine, we'll do it together. Yeah. Zu dritt. Gegen dieses riesige Monster. Auf geht's, Snow. Hau drauf. Omnimati. Yeah. Grüne Front. Auf geht's, Leute. Ist ja cool, dass der Snow auch mitkämpft. Mehr oder weniger. Ein paar Ruinen macht er drauf. So, Blitzschlag. Bringt dieses Ding in den Schockzustand oder halten wir uns mal ein bisschen wieder? So, und Blitzschlag. Nein, Schockzustand. Auf geht's. Yeah. So, wie viel hat dieses Ding eigentlich? Oh, 90.000 noch. Schlecht. So, grüne Front. Auf geht's, Katze. Heile uns. So, dann haben wir uns eben selber ein bisschen. Get close, I'll cover you. Don't be a fool. Come on, trust me. Cool. Na los. Oh nein, es kommt. So, Blitzschlag, schnell. Gut. Na, grüne Front. Ah, Alter. Das Ding ist ganz schön zäh. Los, Kate, einmal das Gift. Perfekt. So. So, Drakonische Liga. Wäre auch mal nicht schlecht und das setzen wir uns mal ein. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Wow. So, können wir auf den Snow ausmachen? Ja, könnten wir, aber machen wir jetzt nicht. So, grüne Front. Na los, das bringt sie in Schock.
Mixer und Blitzschlag. Omnimati. Wow. Yeah. Na los, grüne Front. Und wieder Blitzschlag. Wow. Na los, viel hat er nicht mehr. Wow. Nein, es hat Hass, das ist schlecht. Drakonische Liga. So, du musst es mal Bann machen. So, wie schaut's aus mit dem Ding? Ja, gut. Geht. So, wieder auf Angriff. Na komm schon, viel hat's nicht mehr. Nein, das Ding revitalisiert sich. Wow. Na los, viel hat's nicht mehr drauf, Leute. Ah, grüne Front. Los, gleich, fast. Yeah. This jelly bean's ticking me off. Come on, all together. Now, with you. Yeah. Sarah, shoot. Got it. Hit it. Bam. Yeah. Gut, der Wackelpudding wird erledigt. Herzkristall. Just won't stay dead. Let's go. Yeah, hit it hard while it's down and no. I mean, we get out of here. Look, that way. We're on snow? Let's go. Hey, Sarah. Listen, hotheads who can't back down don't last long on this planet. Maybe. Sometimes you gotta make a stand. You're not listening to me. Humans aren't strong. They die easy. Well, some of us are tougher than others. Anyway, thanks for the help. You got a name? Kobo. This is Noel. And this is Snow. We're getting married. It's on hold for now. You know, somehow I didn't expect you to be such a hothead. All I hear is what a great guy Snow is. And look where you are, all the way in the future. I'm sorry, who's the hothead? What were you thinking bringing Sarah out here? Listen, Snow. Guess what, Lightning? I found Snow again. He hasn't changed a bit. Still as reckless as ever, still doing his own thing. To think I spent all that time worrying about him. Stupid me. Guess I'll never learn. And that's how we got here. Kupo. Now it's your turn. Why did you up and leave Sarah? What are you doing fighting here in the future? You really want to know? I asked, didn't I? Lightning appeared in my dreams too. Can you believe it? You saw Lightning? She told me I had to protect Cocoon, so I started jumping through time, checking things out. I learned that the giant jelly bean back there knocks Cocoon down. You mean the Flan we just fought? Uh-huh. According to the stories I heard back in my own time, Cocoon was brought down by war,
Well, there's more than just one cause. Did you see what it was doing, that flan? It's melting the crystal of the pillar, bit by bit. But Vanille and Fang, they're inside it. Yeah, so Cocoon starts to get unstable. People feel the tremors and begin to panic. Next thing you know, everyone's fighting each other. It's consistent with what I know, sort of. I can't believe Lightning appeared in your dreams as well. She told you to protect Cocoon's pillar. So she must want you to save Vanille and Fang. Like I said, sometimes you gotta make a stand. I don't have a choice. My mission is to stop that thing for good. Snow erschien Lightning im Traum, weswegen er nur hier ist. Was wirst du sagen? Wir verarbeiten den Pudding zu Brei. Lebt Lightning noch? Geht es Vanille und Fang gut? Erschien dir wirklich Lightning? Tja, wir machen den Pudding fertig, würde ich mal sagen. In any case, with Snow and our team, we can do anything, right? I bet we can even beat that giant flan. Hey, Sarah. You're coming around to my way of thinking. Let's do it. Let's turn back and finish that jelly bean off once and for all. Okay. No. Have you forgotten already? We ran because it was too strong. None of this makes sense. There are thousands of flan appearing out of nowhere, and they're fusing and creating a beast that shouldn't exist. Could it be a paradox, Koopal? If it is, we'll need to do some traveling to fix it. Which means you've got to find an artifact first. Lightning, did you meet Snow in his dreams? Is there a reason why you can only talk to us when we sleep? Snow hasn't changed one bit, even though it's been years since I last saw him. He's still as hot-headed as the day we said goodbye. It makes me so mad. But it's a relief, too. I've been caught up in the fate of the world for so long. It feels good to worry about the simple stuff. Being with Snow helped me forget about what the future might hold. Ach schön. Sie haben wir zusammengefunden. So, dann speichern wir erstmal. Was? Ach, jetzt. Zack. So, dann müssen wir also das Paradox lösen, damit die ganzen Puddinge nicht mehr aufkreuzen hier. Aber mit dem Snow, den schaffen wir dann schon. Na du. This is a map of the area. Take it with you. Ah, cool. Danke. So, wir sind da. Da ist der Pudding und... Wow. Gut, das ist doch ein bisschen größer. Gibt es eine Schatzkiste vielleicht? Nö. Wow. Puddinge! Die machen mal Platz. Gemüsepudding. Yeah, Snow kämpft genau noch wie früher. Das ist schön. Machen wir erstmal die Mini-Puddinge kaputt. Der einzige Nachteil, er kämpft irgendwie mehr abseits als im Team. Na egal. Na los. Grüne Front. Boah, die Dinger halten voll viel aus. Und teilen auch ganz schön viel aus. Oh oh. Gut, ich merke schon, wir müssen auf jeden Fall trainieren, sonst wird das nix. So, der Pudding oder... Ach, machen wir den. Ach ja, toll, die Sarah, die hält jetzt zu Snow, ist ja toll. Ach,
Der Snowdog greift absichtlich immer den anderen an. So. Aber jetzt alle gegen einen. Das war jetzt falsch. Ja, egal. So, haben wir irgendein Monster getammt? Nö. Schade. Ups. So, dann gehen wir mal darüber. Komm, bei Fuß noch. So, was haben wir da Schönes? Ein bisschen Kleingeld. Ach du Scheiße. Follow him straight to the artifact. So maybe. It could happen. They may be drawn by the space-time disturbance. Let's find out. Okay. Alter, wo kommen die Dinger her? Das ist ja unglaublich. Krass. So, was haben wir jetzt hier wieder bekommen? Datenlog bedeutende Person, Snowbelius. So, wer lesen wir? Einfach kurz anhalten. Paradoxe. Die Kristallsäule. Oh, ein schönes Bild von Cocoon. Ja, die trillert da hinten. Recht schön. That vine. Guess he's telling us we can use it to get across. Got it. If we get stuck, just look for a vine. Cool. Yeah, thoughts on action. Alter, das ist ein riesiges Ding. Da würde ich aber jetzt nicht unbedingt reinlaufen in das Ding. How old are you? 18? Younger than me. I guess so. Was, der ist 18? Ich dachte, der ist 21. Krass. Mehr Mann, okay. Omnimati. Los, Kobold. Boom. Das zieht ja wirklich fast gar nichts ab. Wir brauchen einen neuen Verheerer und zwar dringend. So, der ist gleich im Schock. Wow, scheiße. Da ist jemand draufgegangen. K-Ziff. Schnell. So, eins ist besiegt. Jetzt kommt der dran. Nein, hörst du auf? Und bam. Was? Sie lebt noch. Aber jetzt nimmer. Die sind ja richtig stark mittlerweile. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Und heps. Nicht ernsthaft. Jetzt ist die schon wieder da. Gut, ich hole jetzt erstmal da hoch. Gibt es da eine Schatzkiste? Nö, nur ein Portal. Obwohl, warte. Kommen wir da jetzt hin? Gibt's hier irgendwas? Anscheinend nicht. So, jetzt kommen wir da nicht mal hoch. Oh Gott. So.
dann gehen wir zur Chocobolina. Moment. Ah, ja gut, gehen wir erstmal da hinten hin. Ach, die gehen da hinten hin. Okay. I can't stand to even think about Flan. They're slimy and gooey and sticky and goopy. So gross. Hey there, I'll sell you some great stuff. So in return, I think you should take care of the giant Flan. You know what I mean by take care, right? Jo, wir wissen, was du meinst. Die hat immer noch keine neue Waffe. Das gibt's doch nicht, Mann. Verkauf doch mal was Gutes. Ist da irgendwas Gutes? Nee, nicht wirklich. Musterkomponenten. Okay, Raritäten gibt's gar nichts. So, da kaufen wir mal eine. Heiltränke passt auch. Bluttränke, das passt, das auch. Wir können ja mal ein Gegengift kaufen, ein Fäustel und ein Wachs. So, dann haben wir jetzt überall eins und ja, für den Fall haben wir dann was. Oh, thank you, thank you, thank you. And don't forget to take care of the Flan. You promise? Ja, das machen wir schon noch. So gut, da hinten geht's weiter, dann gehen wir also dann da vorne links. Anytime soon, huh? Da geht's auch lang. Verdammt, wo müssen wir hin? Ja, wir müssen anscheinend dahin, aber wo ist das Artefakt? Wieso zweimal? Na gut, dann gehen wir doch den kürzeren Weg erstmal. Taps. So, und zwar in der nächsten Folge gehen wir den kurzen Weg. Also, ich bin... Falsche Taste. Also, bedanke mich fürs Zusehen und dann, ja, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao!